Lass uns noch mal über alles reden. Nimm deine Hand da weg. Alexander, lass mich nicht so stehen. Du wirfst also die letzten 10 Jahre einfach so weg, als wären sie nie gewesen. Bleib stehen, Alexander. Du bist der einzige Mann, den ich je geliebt habe. Ich kann ohne dich nicht leben. Zwischen uns. So kalt, ja? Alexander. Nur eine Umarmung. Ein Wort. Bitte. Bitte. Ich wusste, dass du noch was für mich empfindest. Maren, ich will dir helfen. Ach, Sven. Nein, das ist alles gut, das ist nur... Soll ich ihm was zu trinken holen oder vielleicht einen Arzt rufen? Nein, nicht nötig. Ich bin nur ein wenig müde. Und dazu noch die stickige Luft da drin und die laute Musik. Wie lange stehen Sie schon hier, Sven? Ich bin gerade rausgekommen, ich... nach ihm gesucht. Ich muss jetzt gehen. Aber Sie sollten sich noch etwas amüsieren. Genießen Sie den Abend. Wissen Sie, wo der nächste Taxistand ist? Ach, was rede ich? Ich kann ja eins über Handy rufen. Kommen Sie, gehen Sie nach Hause. Auf jeden Fall ganz schön was los. Ich gratuliere Ihnen. Und ich würde Ihnen gerne als Zeichen meiner Anerkennung für Ihre unternehmerische Leistung eine kleine Starthilfe überreichen. Danke. Das ist nicht nötig. Ihre Anwesenheit ist mir Ehre genug. Mensch, Mama, du siehst ja toll aus. Ich bin spät dran. Habe ich was verpasst? Du hast gar nichts verpasst. Ich habe dich lange nicht so zauberhaft gesehen. Danke. Ich dachte, ich kann dich bei diesem Pflichtbesuch nicht alleine lassen. Ich wollte schon immer mal mit deiner Mama tanzen. Gerne. Ciao. Stört es dich, wenn ich rede? Überhaupt nicht. Ich kann lesen und zuhören. Du wirst deinem Vater immer ähnlicher. Was meinst du damit? Alexander macht auch immer 1000 Dinge gleichzeitig. Und er zieht auch keine klare Trennungslinie zwischen seinem Privatleben und seinen Geschäften. Und das hier? Eine Hütte mitten im Wald? Ist das keine klare Trennungslinie? Ferner von allem Geschäftlichen kann man doch kaum sein. Und dein Handy? Das habe ich ausgestellt. Oh, Oliver, wir wollen uns hier entspannen. Bei Krimis kann ich am besten entspannen, weißt du doch. Vielleicht war das alles ein bisschen viel in letzter Zeit. Und wenn ich zurückkomme, dann muss ich wieder wahnsinnig viel Verantwortung übernehmen in der Bank. Falls wir überhaupt zurückkehren.
Ich weiß, wie schwer du es damit hast. Und dann noch die Verantwortung für uns beide. Ich meine, uns drei. Also was den Teil deiner Verantwortung betrifft, da kannst du mir getrost 50% überlassen. Oder 80? Deswegen bin ich auch so glücklich. Trotz aller Ängste, die sich manchmal einstellen, wenn man eine Familie gründet. Wollen Sie nicht mit reinkommen? Lieber nicht. Stimmt was nicht? Ich glaube nur, ich bin plötzlich sehr müde. Ich hätte nicht auf das Fest gehen sollen. Ich konnte ja nicht wissen, dass... Das was? Dass sie das so aufhört, die ganzen Leute von früher zu sehen. Von früher, Sie haben recht. Menschen aus einem alten Leben, mit dem ich besser abschließen sollte. Ich muss jetzt gehen. Gute Nacht. Die durchhalten werden. Ha, ich habe nichts dagegen. Darf ich bitten, treten Sie ein. Den Schlüssel hätte ich aber gern zurück. Nicht, dass du den aus Versehen in deine Tasche steckst. Wenn ich deinen Schlüssel hätte, dann würde ich mich nachts heimlich in dein Zimmer schleichen. Und deinen Körper über und über mit Küssen bedecken. Möchtest du was trinken? Saft, Wasser, Wein. Wasser. Ich hatte ganz vergessen, wie schön das Leben ist. Du siehst zum Verlieben aus. Janke, unsere Nacht war so wundervoll. Pascal. Was? Ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern. Ich kann es einfach nicht glauben, dass dir unsere Nacht nichts bedeutet. Das habe ich nicht gesagt. Sie hat dir etwas bedeutet, ich weiß es. Ich habe das gespürt. Bianca. Ich will dich. Was kann ich? Was ist mit morgen? Morgen ist auch ein Tag. Dann sind wir verabredet.
Wie morgen Nacht. Ich freue mich. Ich bin total fertig. Ich kann dir wirklich nichts anbieten, nur die Schokolade? Die macht mich glücklich. Auch wenn sie schon ein bisschen alt ist. Die hast du bestimmt schon 4 oder 5 Wochen auf dem Schrank rumliegen, ne? Kein Bier oder so? Kein Alkohol. Wasser? Wasser muss ich ständig aufs Klo. Also ich hole mir ein Bier. Halt! Hier geblieben. Das ist echt gemütlich. Ich kann ewig so liegen. Du, Helga, wenn ich mich bei unserem ersten Treffen vielleicht ein bisschen blöd benommen habe, tut mir leid. Ja, Gottchen. Ja, weißt du, ich habe dich völlig falsch eingeschätzt. Ich habe dich nur von außen betrachtet. Ich habe nicht in dich reingeschaut. Wenn du jetzt in mich reinschauen könntest, dann wüsstest du, warum ich so glücklich bin. Wegen mir? Wie kommst du denn darauf? Naja, ist doch ganz einfach. Weil du mit zu mir gekommen bist. Und du willst, kannst du heute Nacht hierbleiben. Eddie, du bist süß. Aber deine Schokolade ist eigentlich schrecklich. Stimmt. Ich esse sie trotzdem gern. Ich nicht. Weil der Grund, warum ich so glücklich bin, ist, ich bin schwanger. Au! Ich wollte nur mit zu dir, weil ich so einen Heißhunger auf Schokolade hatte. Du bist... Wer ist der Vater? Du hast dich ja nicht richtig an mich rangetraut. Gott sei Dank. Du wärst aber auch ein guter Vater. Helga, ich würde einiges für dich tun, aber... eben nur einiges. Dann fahr mich doch nach Hause. Ich bin wirklich müde. Du bist ein wunderbarer Salsa-Tänzer. Ich weiß nicht. Ich merke langsam, dass ich älter werde. Dieses Salsa-Tam-Tam steckt mir noch ganz schön in den Knochen. Falsch. Es steckt dir im Blut. Musst gerade du sagen. Am Ende wolltest du gar nicht mehr weg. Wie lange warst du eigentlich schon da, als ich kam? Nicht lange. Ich glaube, dieser Laden ist eine gute Idee. Mit Partys lassen sich heute tolle Geschäfte machen. Du lernst den Freund deiner Tochter langsam zu schätzen. Ich mochte ihn schon immer. Ich auch. Ich glaube, Sophia hat eine gute Wahl getroffen. Das liegt in der Familie. Machen Sie heute den Küchenchef? Na, was soll ich machen? Hier unten herrscht Personalnotstand. Bärbel hat Urlaub und Bianca und Denise werden wegen diesem Fest wohl reichlich später kommen. Mensch. Frühstück muss in einer halben Stunde fertig sein. Sven, das können Sie doch übernehmen. Das kommt gar nicht in Frage. Bitte? Ich habe keine Lust mehr, überall den Mann für alle Fälle zu spielen. Überall? Na, wo denn sonst noch? Ach, vergessen Sie es. Und machen Sie sich keine Sorgen. Bianca wird gleich hier sein. Ich habe sie schon gesehen. Und mit Bärbels Unterstützung können Sie heute wohl auch noch rechnen. Ach, waren Sie bei ihr? Wie geht's ihr denn? Es geht ihr bestens. Sie war gestern Abend auch auf dem Fest und sie bat mich, Ihnen auszurichten, dass sie heute wieder antreten wird. Tatsächlich? Aber sie hat doch Urlaub. Sie kennen doch Bärbel. Wie langweilt sich zu Hause. Tja, da habe ich ja noch mal Glück gehabt. Guten Morgen, ihr Tanz.